Upsi, nee, das ist Chat. Aber jetzt umso professioneller. Das ist quasi der Fake-Pre-Stream. Aber wir sind immer noch in der Zeit. Boah, Träumchen. Jetzt sind wir auch auf Twitch live. Also wir waren live, aber halt einfach auf der falschen Plattform. Tja, das ist wie wenn man in Passiert. Präsenzveranstaltungen früher halt im falschen Raum war, ne? Also man war schon zur richtigen Zeit und ungefähr ja, an der Aber richtigen als Universität Lehrender, vielleicht. also wir Ja, sind ja sozusagen aber hier in der Position des Lehrenden, das ist natürlich schon auch als Student, schwieriger. als Studentin soll das ja mal vorgekommen sein, dass man in dem falschen Raum war. Und dann hat man sich nach einer halben Niemals. Stunde Lehrveranstaltung gewundert, dass man nichts versteht und hatte Niemals. festgestellt, ach ja, ist auch das falsche Thema. Großartig. So, du wolltest kurz über Streaming-Plattformen reden, oder? Naja, weil wir ja letztens erst so eine kleine Hybrid-Tagung mal wieder hatten in Magdeburg über Big Blue Button und dann eben auch überlegt hatten, das parallel zu streamen. Mit wie Und du vielen kannst jetzt Teilnehmern? natürlich, Mit wie vielen naja, mit so Teilnehmern? 30 vor Ort und vielleicht so 15 bis 20 bis 25 Ja, online. okay. Das geht mit BBB noch. Das geht Meiner mit, Erfahrung das, nach. ja, genau, das ging mit BBB noch ganz gut. Also es war auch explizit, genau, die Wahl von BBB wegen datenschutzrechtlicher und Datensparsamkeitsbedenken bei Zoom. Und Ja, ja. naja, und dann kannst du dir natürlich vorstellen, wenn es schon eben nicht so eine Street-Credibility hat, jetzt Zoom zu benutzen oder Webex als Videokonferenztool, dann ist natürlich Twitch so ein bisschen als Streamingdienst und YouTube auch raus. Und dann haben wir versucht, auf unsere ja, uni-interne Streaming-Videoplattform zu streamen. Das hat aber halt so mäßig funktioniert, beziehungsweise das wäre mit so viel Vorbereitungsaufwand verbunden gewesen, dass wir das dann halt einfach gelassen haben und gesagt haben, wer sich das online anschauen möchte, der soll halt einfach mit in das BBB-Meeting reinkommen und dann ist gut. Und Ja, dann haben es wir es ist. eben lokal aufgezeichnet in OBS und nicht gestreamt. Ja, es ist halt schon irgendwie, was heißt schwierig, aber du musst, ja. Am Anfang wurde ja einfach ganz viel ausprobiert und gesagt, komm, wir machen erstmal alles, aber mittlerweile würde ich sagen, es ist eben schon. Also, es gibt ja auch Konferenzen, die einfach komplett gesagt haben, nee, wir machen es einfach digital weiter, weil hilft einfach, Carbon Footprint, wie auch immer. Wenn du natürlich so eine lokale, jeder zweite oder dritte kommt eh aus Magdeburg und die anderen kommen irgendwie auch nicht weiter als Hamburg. Also es hat natürlich durchaus einen Charakter, wie die Community, also die tatsächliche Community das spielen möchte. Und ich finde es irgendwie cool, dass es durchaus Konferenzen oder auch Barcamps, wie auch immer, gibt, die sagen so, nee, wir würden jetzt schon gerne zurück auf Präsenz kommen. Ich bin letztens auch wieder zu einer geflogen und die war nicht um die Ecke und ich bin froh, weil als Doktorand war das meine erste In-Person-Conference und das ist im zweiten Jahr eher schlecht, so fürs Netzwerk. Also ich war vorher schon als Masterand auf Konferenzen, das ist aber was anderes und auch nicht auf der und insofern, also ich, deswegen, ja, fliegen ist schlecht, aber so, wir wollen aber heute ganz andere Sachen zerlegen. Ja, nee, aber jetzt noch kurz, um das Thema abzuschließen. Und ihr Ja. habt über die eure HPI Cloud gestreamt und das Ja. hat dann relativ problemlos funktioniert, oder? Naja, also wir haben, das ist ja nicht, also es ist nicht unsere Cloud, sondern wir haben das Ganze über Vimeo angeboten und Ja, über YouTube. Also wir sind durchaus auf Drittanbieterwege. Dann hieß es aber, oder ich habe, also mir ist ja das Feedback von Leuten, die wirklich auch aktiv in so Kursen teilnehmen, und das ist ja bei unseren Open HPI und MOOC-Kursen so, schon wichtig. Und wenn natürlich dann Leute, die das Feedback haben, ah, weiß nicht, YouTube finde ich jetzt nicht so cool. Und ich kann das auch aus persönlichen Gründen sehr gut verstehen, dass man sein Leben nicht komplett von Google überwacht haben möchte. Würde ich tatsächlich so unterschreiben. Und dann habe ich mich für eine Alternative bemüht und wir haben das sowieso schon. So. Und ich will sogar noch weiter, dass ich sage, okay, eigentlich will ich auch die Plattform selber benutzen, also hosten, den Player zum Beispiel. Wir sind ja jetzt auch hier auf den Twitch-Player angewiesen. Das funktioniert, weil sich Leute darum kümmern, aber irgendwie hätte ich auch gern das noch konfiguriert. Da kommt irgendwie der ITler raus und sagt, ne, ich will ja auch wissen, wie die Leute worauf klicken. Und das hat gut funktioniert. Und es hat auch gut funktioniert, dass wir sogar schon im zweiten Stream beide Plattformen haben. Willst du YouTube? Ja, Ist cool. Ja. aber ihr habt sozusagen auch eben jetzt, trotzdem war es eine externe Plattform und in dem Sinne halt Vimeo und da kann man sagen, okay, Vimeo ist eben datenschutzrechtlich, Datensparsamkeitsaspekte Genau. okay, weil
gehört eben nicht zum großen Google-Universum und. Ja, vor allem, ja. Weil wir da eh schon Kunde sind. Also es ist ja durchaus okay. So, sobald du zahlst, hast du einfach 80 mehr Optionen und dann, also auch die Einstellungen sind deutlich spezifischer. Also ich kann zum Beispiel einbetten zulassen, es automatisch archivieren, aber das nur an den Nutzerkreis weitergeben und so weiter. Ja, okay. Also das sind schon, aber das ist mal ganz interessant, weil ich meine, das wäre natürlich jetzt für diesen, für den Veranstalter dieser Konferenz auch vielleicht eine ganz interessante Option, weil ich meine, entweder man hängt sich an irgendeine Uni, an ein Rechenzentrum dran und es hat bei uns eben jetzt, aber kann man den Leuten auch keinen Vorwurf machen, das hat einfach nicht so funktioniert, in dem Sinne von, du kriegst halt einfach eine Streaming-URL und Stream-Key und dann kannst du da halt hinstreamen und dann passiert da irgendwie was, so wie man das ja von den großen Plattformen kennt. Sondern da hätte noch immer jemand sitzen müssen und sagen müssen, ja, jetzt bitte. Und das ist natürlich nicht so wirklich praktikabel. Ja, und wenn dann, und so eine richtig andere coole Plattform, also war die Idee, sich an irgendwas vom Chaos Computer Club ranzuhängen. Aber ich glaube, da waren wir dann halt einfach viel zu klein, als dass die Leute dann da sofort gesagt haben, ja, na klar, das machen wir. Und das ist überhaupt gar kein Problem, sondern, naja, okay, cool. Ja, vor allem, also auch da, vor allem, wenn du dann irgendwie doch mehr vor Ort Leute hast, die halt sagen, I don't know, I'm here for the coffee. So, wir haben aber was vorbereitet, weil, also das Streitgespräch, das fängt gleich an. Ja, das versprochen, das fängt gleich an. Wir mussten uns erstmal ein bisschen eingrooven. So, die Kultur der Verantwortung. Ich hab's ja auch irgendwo, genau, hier kann ich scrollen. Wir haben uns da mal ein paar Thesen rausgesucht und das wird jetzt wie folgt stattfinden. Jeder hat sich Thesen rausgesucht, die, für die er jetzt argumentieren muss. Und der jeweils andere darf es kaputt reden. So irgendwie ungefähr. Wir können ja vielleicht, bevor wir uns gleich sagen, wie sehr das alles gar nicht funktioniert und wie sehr oder auch wie toll das wird, uns erstmal überlegen, Thesen. Wir hatten schon mal Thesen, damit haben wir auch angefangen bei Bits and Bytes. Es müsste auch 2 Jahre gewesen sein. Ich weiß nicht, in welchem Kontext das entstanden ist, aber ich glaube auch vom HFD. Na, da haben wir das Hagener Manifest besprochen. Und das hat ja genau, was wie 12 Thesen. Stimmt. Und dann aber das waren so gesagt, richtig. Da kommen 12 Thesen, die haben wir locker in einer Stunde durch. Und dann haben wir in einer Session, in einer Stunde oder in eineinhalb Stunden haben wir immer so 4 geschafft. Und dann haben wir 3 Streams gebraucht, bis wir das einmal komplett durch hatten, weil wir bei jedem vom Hunderten oder ob ich, also ich würde sagen, es war hauptsächlich meine Schuld, ich nehme das alles auf mich, weil wir immer vom Hundertsten ins Tausende gekommen sind und deswegen haben wir jetzt, wie gesagt, vollkommen absurd 95 Thesen zu schaffen, weil das schafft man die gerade mal durchzulesen in einer Stunde, sondern es war eine sehr schlaue Idee von dir zu sagen, wir picken uns einfach ein paar raus und wahrscheinlich werden wir heute nicht mal die schaffen. Doch. Nach 5 Minuten, ich habe ja gesagt, es gibt keinen Moderator. Du hast wie so eine Schachuhr. Ich habe hier oben ist ein Timer drin und jedes, wenn wir die Argumente ausgehen, gehen wir zum nächsten. Ist doch klar. Sehr gut. Oder wir machen es wie Markus Lanz. Aber was heißt das denn dann genau? ZDF, wo Gehalt? So, wir fangen mal an. Ich will noch. Diesen hier, also hier unten neben mir haben wir ja so ein Nay und bei Matthias drüben haben wir ein Yay. Ich will eigentlich, dass, gut, Chat ist jetzt eh nicht am explodieren, aber ich würde eigentlich gern mal diese Clipmaps, aber gerade wollen sie nicht. Aber du kannst ja, nee, wir fangen mal mit meinem an. Erweiterung. Zur Not können ja Leute einfach Yay und Nay und eigene Kommentare dazu in den Chat schreiben. Ja. Weil eigentlich, ich wollte das schon immer mal ausprobieren, aber vielleicht machen wir das einfach irgendwie im... Wir machen das ein andermal nochmal. Okay, weil ich muss es, glaube ich, einfach mal in meinem Stream probieren. Crowdclick. Ich glaube, die haben das ersetzt. Ich schiebe das jetzt mal auf die bösen Technik-Konzerne. So. Wir hatten irgendwie, das ganz kurz noch, wir hatten die Hagner-Thesen, dann kamen die 95 Wissenschaftszeitvertragsgesetz-Thesen. Die will ich an der Stelle auch nochmal genannt haben, weil das waren auch Thesen, das waren auch 95. Und ich behaupte, ohne das zu wissen, grüße übrigens an das Hochschulforum für Digitalisierung. Also cite your sources heißt es bei mir ja immer, hochschulforum-digitalisierung.de, die längste URL, die ich kenne. Direkt auf der Startseite, natürlich nicht. Aber bei dem bedienen wir uns auch. Ich glaube, die folgen uns auch beide. Also es ist hier alles legit.
Und ich glaube, dass die sich von dem Erfolg der 95 Wisszeit VG-Thesen ein bisschen haben inspirieren lassen. Im Sinne von, wir machen auch 95. Auf der anderen Seite, Martin Luther, 95 Thesen, an die Kirchentür genagelt. Ich weiß nicht, ob das so ein tolles Vorbild ist für die Wissenschaft, aber meine Kenntnisse der Religion sind auch sehr kümmerlich ausgeprägt. Insofern würde ich sagen, steigen wir ein, bevor ich mich im Kopf und Kragen rege. Und machen wir es chronologisch? Also, wie? Ja, ich sag mal so, die sind jetzt, glaube ich, eh nicht irgendwie in irgendeiner Art geordnet, diese Thesen, sondern wir können das einfach so machen, wie sie jetzt in unserer Liste stehen, um den Scrollaufwand zu minimieren. Genau. Sechste These. Die Hochschule begreift sich auf allen Ebenen als ein Ort für lebenslanges Lernen. Und ich bin absolut dafür, weil wir ja nicht nur wir haben ja die ganze Strecke. Die Uni bietet einen Kindergarten an, dass das nur für Mitarbeiter ist, haben wir dahingestellt. Wir haben sowas wie Schülerkurse, wir haben einen Schülerkolleg, auch im HPI. Wir haben AGs, wir haben Matthias rennt am Wochenende zu Gymnasien und zeigt ihnen den Robo-Picasso, der eigentlich Pollock-Picasso heißen müsste. Wir haben das eigentliche Studium, wir haben Fortbildung, wir haben Weiterbildung, wir haben eine Bürger-Uni, wir haben WISCOM, wir haben Tag der offenen Türen, wir haben die Nacht der langen Wissenschaften. Wir können als Universität die ganze Kette und sind deswegen ein digitaler Ort, das würde ich vielleicht noch hinzufügen, und können bereits jetzt schon das lebenslange Lernen abbilden. Case closed, wir machen die nächste These. Ja, ich muss jetzt natürlich den Advocatus Diaboli absolut spielen und dagegen auch mit den. Also ich würde sagen, das ist alles großer Quatsch, das ist alles totale Zeitverschwendung, sich um diese ganzen Nebenkriegsschauplätze zu kümmern. Wir müssen uns als Uni auf unsere Kernaufgabe und Kernkompetenz fokussieren, und das ist Studierende auszubilden und das möglichst effizient. Und deshalb ist alles, was wir machen, das ist alles unnötig und Zeitverschwendung, das lenkt von unseren eigentlichen Aufgaben ab. Wir müssen uns darauf konzentrieren, Studierende. Und zwar müssen die, wenn die sozusagen 18, 19, 20 sind, dann müssen die bei uns aufschlagen, und dann kümmern wir uns um sie, bis sie so 23, 24, 25 sind, und dann lassen wir sie aber auch wieder los, weil da müssen sie ihren eigenen Weg gehen. Dann haben wir auch als Uni nichts mehr damit zu tun, und auch das, was vorher passiert, das können wir eh nicht beeinflussen. Also sind die halt, die sind ja, wären dann ja, wenn denn, eh nur eine ganz kleine Zeit bei uns, und eigentlich, das ist, was vorher passiert, ist alles Aufgabe der Schulen im Kindergarten und so weiter und so fort. Und ja, dass da mal irgendwie wir so ein paar Vorträge für Erwachsene anbieten, das ist ja okay. Also das können wir vielleicht noch nebenbei machen. Es ist doch da sehr interessant, werter Kollege, wie sehr du gerade gesagt hast, dass Studierenden, so Loki hast du es gerade gesagt, dass Studenten keine Erwachsenen seien. Sehr interessant. Vielleicht noch nicht vollständig. Also, weil sie, also wenn sie zu... Wenn sie drei zu halbe Erwachsene im Hörsaal, oder was? Also jetzt zum Beispiel bei uns in so Bachelor-Elektrotechnik-Studiengängen, die sind ja auch von vorne bis hinten, haben wir die ja mit Absicht durchgeplant und arg verschult, mit einem ganz festen Curriculum, mit ganz vielen Pflicht- und Wahlpflichtfächern, weil die Studierenden wissen ja sonst nicht, für welche Vertiefungsrichtung oder was für ein Fach sie sich entscheiden sollen. Und das gibt ja ein irres Durcheinander, wenn man jetzt irgendwie einen großen Wahl- und Wahlpflichtbereich, und wenn sie auch noch anfangen, irgendwelche Praktika zu machen und irgendwie Praxissemester oder Industriepraktika, und projektbasiertes Lernen ist ja auch ganz, ganz was Schlimmes in der Hinsicht. Also das würde ja Leute schon auf dieses lebenslange Lernen vorbereiten. Nein, also wir müssen, unsere Kernkompetenz ist, Leute möglichst schnell mit Wissen Druck zu betanken, in kurzer Zeit viel, viel Wissen zu vermitteln, und das, darauf müssen wir uns in Zukunft mehr fokussieren. Regelstudienzeit und ab in die Industrie, sagt der Ingenieur. Falls ihr jetzt das eingeschaltet habt oder einen Ausschnitt verkürzt dargestellt bekommen habt, wir streiten gerade und Matthias muss so argumentieren. Ich würde sagen, wir halten die Zeit ein mit den 10 Thesen, deswegen machen wir weiter. Und sind bei, auch, oh, nochmal, ja, 19, ja, sorry, dann musst du jetzt zweimal. 19. Ja, kein Problem. Ich habe die These rausgesucht. Die personelle Infrastruktur zur dauerhaften... Ja, markier sie mal vielleicht ruhig dauerhaft, dann weiß man, wo wir gerade sind. Ja, die personelle Infrastruktur zur dauerhaften Gestaltung, Unterstützung und Weiterentwicklung von Lehre ist ausgebaut. Präsenz, ne? Support- und Austauschstrukturen sind etabliert. Wenn ich mir anschaue, ich bin ja dafür,
Matthias muss gleich dagegen argumentieren. Wenn ich mal anschaue, wir haben eine IT-Abteilung, wir haben eine Entwicklungsabteilung. Es gibt eigene IT-Teams für Infrastruktur. Das sind oft Dauerstellen. Wir haben mehr als eine E-Learning AG. Man könnte fast, ja, ich sage es, wir haben fast zu viel Austausch. Wir haben diese Strukturen aufgebaut und jetzt wird's hart. Und auch schon etabliert. So, genau, es ist genauso, wie es da steht. Es ist definitiv auch die E-Learning-Tage, der Tag der Lehre, die Lehrpreise. Also es ist alles da. Und insofern finde ich auch diese These schon in ihrer vollen Erfüllung. Ja, also ich würde jetzt dagegen argumentieren und sagen, jetzt gehst du einfach weg und aus dem Bild, das ist auch sehr gut. Also ich musste mal Lichtern machen. Ja, nee, sehr gut. Also ich würde sagen, das ist ja schon alles gut und schön und ein bisschen Gestaltung und Unterstützung und so zur Weiterentwicklung von Lehre ist ja schon eine ganz nette Sache. Aber also letztendlich wissen ja die Lehrpersonen sowieso am besten, was sie da machen und wie sie das machen. Also so viel Unterstützung brauchen sie da gar nicht. Das lenkt sie auch wieder auch nur von ihren eigentlichen Sachen ab. Und also wenn dann, ja, so Unterstützung ist schon mal ganz nett, aber dann halt temporär und punktuell. Also was soll das Ganze dauerhaft? Ne? Man muss ja da nicht die ganze Zeit das Rad neu erfinden. Und wenn man dann einmal da irgendwie jemanden so ein bisschen unterstützt hat, dann kennt er oder sie und weiß das ja auch, wie das geht, wie man jetzt irgendwie Audience Response in den Lehrveranstaltungen macht oder wie man da so ein Erklärvideo aufzeichnet. Und das ändert sich ja dann auch nicht mehr, diese Technik. Also wozu braucht man dann dauerhafte Unterstützung und zentrale Support- und Austauschstrukturen? Das kriegen die Lehrenden doch auch in Peer-to-Peer-Netzwerken gut hin. Oder da können die sich weiter einfach halt an der Kaffeemaschine zu austauschen auf dem Flur. Und auch irgendwie in ihrer Freizeit, muss man ja auch mal sagen. Auch in ihrer Freizeit, also zwischen Tür und Angel, auf dem Klo. Auch gerne am Wochenende. Ich meine, wozu soll das Wochenende sonst da sein? Ja, also ja, genau. Und das, also diese, und dann hat man da diese Strukturen, dann kennt die aber auch keiner so richtig und die will dann auch keiner. Und das sind ja dann auch alles so Medienleute und so DidaktikerInnen und kann man sich gar nicht so mit in seinem Ingenieurssprech mit denen austauschen. Was mich am ehesten an der These wirklich orientiert, und das habe ich auch gerade beim nochmal beim Vorlesen gemerkt, ist dieses Präsenz. Also es ist etabliert, weil es eben das Wochenend extra die Matthias dieser Welt, die irgendwie engagierte Psychologen, die Ingenieure, die irgendwie Bock haben und eh schon am Tüfteln sind, die Didaktiker, die das aus einem Fachinteresse heraus machen, irgendwelche Twitter-Lehrerzimmer, wie auch immer. Ja, aber dieses sind etabliert. Ich glaube, das stört mich mit am meisten. Und wenn das stehen würde, sollen etabliert werden. Oder ich meine, das ganze Ding ist ja im Präsens geschrieben. Die meisten Thesen zumindest. Und das hindert mich am meisten, an dem wirklichen, echten Unterstützen und mit Selbstbewusstsein diese These vertreten können. Ja. Auch also, dieses ist ausgebaut, es ist halt einfach Quatsch. Also wir haben zu wenig Dauerstellen. So Menschen wie dich existieren einfach zu wenig an den Unis. Und das ist eben genau, der Braindrain ist einfach real und ist einfach ein Problem in der Wissenschaft. Ja, und also diese, die Person, also die, für meine Heimatuniversität oder Heimathochschule würde diese These jetzt definitiv nicht gelten. Ich zeig meine Uni, wo es zutrifft. Also. Naja, also ich war ja letzte Woche an einer dualen Hochschule zu einem Tag der Lehre. Mhm. Ich sage jetzt nicht welche, man kann das ja sehr einfach recherchieren. Und da, also zumindest was ich da so gesehen habe, würde ich sagen, ist das da tatsächlich so. Okay. Wobei natürlich auch da, also ich würde, also so, habe mich auch mal sehr für die dualen, also ich habe ja auch dual, das ist auch interessant, off-topic, den dualen Studierenden wurde mal geraten, das ausbildungsintegriert zu nennen, weil dual damals zumindest einen zu negativen Touch hatte und wir auch nebenbei eine Ausbildung gemacht haben. Mhm. Lange Rede, kurzer Sinn. Die haben ein deutlich besseres Betreuungsverhältnis und daraus abgeleitet würde ich auch diese Austauschschule, also es ist jetzt eher die Lernenden-Sicht. Aber das hat so
teilweise Privatuni-Charakter von der Betreuung, von den administrativen Dingen. Ja, also da, ich glaube, auf den dualen Hochschulen, zumindest auch gerade in diesem Netz der dualen Hochschulen, gibt es keine 500-Mann-Statistik-1-Vorlesung. Zumindest meines Wissens nach. So. Wie gesagt, am meisten stört mich, dass es schon bereits ausgebaut ist. Es klingt so fertig und wir sind weit weg von fertig. Wir sind sowas von weit weg von fertig und von etabliert. Und Dinge ändern sich. Man fängt, wenn du heute als Lehrender anfängst oder wenn du irgendwie Masterstudent bist oder irgendwie dein Doktor von mir ist auch schon fertig hast und irgendwie die erste Vollverantwortung wirklich laut Register übernimmst, dann bist du mehr oder minder auf dich allein gestellt und dann brauchst du all das, machst du nebenbei oder nach bestem Gewissen und du musst es auch gar nicht. Also irgendjemand hat auch letztens getwittert, dass es irgendwie mal Zeit wird, dass man das auch Studierenden irgendwie mit vermittelt auch einfach mal sagt, dass das irgendwie, dass cooler Unterricht und Lehre stattfindet, weil die Person darauf Lust hat, aber ausreichende Lehre reicht. So ganz, ganz politisch nicht durch die Blume gesagt. So. Ja, naja, klar. Und Nele Hirsch hat letztens in einem Podcast hier mit Jöran zusammen so schön gesagt, sie ist in einer dauerhaften Phase der Exploration. Und das fand ich halt auch irgendwie sehr, sehr passend. Also weil dieses, jetzt meinetwegen ist ja so Hybridlehre und wir statten Räume für hybride Lehrszenarien aus. Es ist natürlich auch so ein Ding. Also klar kann man das jetzt machen und dann sagen, jetzt haben wir halt ein paar Räume für Hybridlehre ausgestattet, aber die werden halt auch dann nicht die nächsten 5 und 10 Jahre so funktionieren, sondern das wird jedes Jahr, also wenn man sich halt allein überlegt, wie viel sich in einem Videokonferenzsystem Zoom in den letzten 2 Jahren halt getan hat, ja. was jetzt möglich ist und was vor 2 Jahren, ich will nicht sagen, aber nahezu undenkbar war. Ja, doch, kann man ja. Ruhig, also mit Whiteboards, mit direkt wohin streamen, mit genau, einer zweiten ja. Cam und was nicht alles, definitiv. Genau, ja, und da macht es überhaupt keinen Sinn, jetzt auf der Basis von heute postulieren zu wollen, wie irgendwie Hybridlehre in 2 Jahren aussehen wird. Auch wenn man sich anguckt, keine Ahnung, was jetzt Zoom Rooms und so, aber ich will es gar nicht so auf ja. Zoom rumleiten. Aber es ist so dieses, wir sind in einer Phase des permanenten Ausprobierens und es ja. gibt ganz wenige Sachen, die halt statisch irgendwie funktionieren und dann so für die nächsten 10 Jahre so sein werden. Ja. Und deshalb, klar, braucht man das, was da steht, unbedingt. Aber ich würde ja. sagen, vielleicht die Hälfte der Hochschulen hat es ansatzweise. So, wir sind bei 26. Müsste die 26 kommen. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ja, Matthias, etabliere deinen Fall. Ja, also das HFD oder von der Community Working Group, ich weiß ja gar nicht, wie diese Thesen zusammengekommen sind bei der HFD-Con, fordert hier, Professorinnen werden mit 50% Stimmen der Studierenden eingestellt. Ich würde sogar argumentieren und sagen, also 50% reichen ja nicht, ne? Also da können ja immer noch andere Leute dagegen argumentieren. Also ich würde sagen, das müssten sogar noch mehr sein. Oder warum nicht auch einfach 100% der Stimmen nehmen? Also Professorinnen sind ja eben hauptsächlich dazu da, Kernaufgabe der Universität, Lehrveranstaltungen anzubieten, Studierende zu betreuen, in Abschlussarbeiten, in ihrem persönlichen Lern- und Lebensweg. Und dafür ist es halt eben enorm wichtig, dass es da einen guten Fit gibt zwischen Studierenden und Lehrpersonen, Professorinnen und dass eben da Professorinnen eingestellt werden, die eben auch dieses Mantra vorleben und die eben für die Lehre brennen, die man nicht noch anzünden muss dafür mit 5 Paketen Brandbeschleuniger, sondern die halt von sich aus intrinsisch motiviert sind, eine gute Lehre zu machen. Und das wird eben nur funktionieren, wenn die Studierenden ein gehöriges Mitspracherecht haben bei der Einstellung. Und deshalb diese 50%, die reichen vermutlich nicht, sondern das müssten eigentlich noch mehr sein. Aber das HFD ist ja recht konservativ an diese These rangegangen. Absolut nicht. Da ist ein Rechtschreibfehler drin. Denn das sollten 5% der Stimmen sein, also quasi so die Hälfte von dem, wie es jetzt ist. Studierende haben überhaupt keine Ahnung, wie der Wissenschaftsbetrieb funktioniert. Wenn man mal einen DFG-Antrag oder einen BMBF-Antrag geschrieben hat, kann man da gerne von mir aus mitreden. Ansonsten sind Studierenden nicht gut genug im Wissenschaftsbetrieb vernetzt. Sie haben auch nicht genug Ahnung.
dann noch mehr Macht mit reinzugeben. Ich muss kurz mal mein Licht ausmachen. Das ist, glaube ich, kein Licht, das ist die Sonne, oder? Die da reinscheint. Nee, das Licht hat angefangen zu flackern. So. Und uns Studierenden da noch mehr Macht zu geben, wäre einfach fatal, weil das die Zeit noch länger hinaus zögert, bis endlich mal eine Professur mit Professorinnen und Professoren besetzt ist. Insofern sage ich, von mir aus 5%, von mir aus dürfen sie die erste Runde mitreden, aber bitte in der letzten Runde das den Profis überlassen, den Rektorinnen, den Fachkollegen. Und der eine Aster Sitz kann da irgendwie gerne noch protokollarisch von den Studierenden erfüllt worden sein. Aber ansonsten würde ich auch gerade die Fachfragen in den Vorträgen, und wir wissen, Lehre findet statt, aber man ist immer noch Forschungsinstitut und da sind Studierenden weder mental noch sozial reif genug. Bevor das hier echt zusammengeschnitten wird, das soll ein Streitgespräch sein. Ich muss so argumentieren. Und diesbezüglich, wie gesagt, ich glaube, sie haben sich vertippt. Das sind 5,0. Und wo soll das dann hinführen? Haben dann Studierende eine Sperrminorität? Oder, also vor allem, was macht man denn, wenn die 50%, weil, ja, Demograf, also ist es dann die absolute Mehrheit, reicht die einfache Mehrheit? Was ist, wenn die anderen, also sagen wir mal, es sind 10 Leute, 5 Leute aus dem Kollegium, 5 aus den Studierenden. Dann hat man auf einmal eine Pattsituation. Was soll man da machen? Ja, also ich würde ja noch dagegen argumentieren, dass, also wenn man das jetzt hauptsächlich den Studierenden überlässt, welcher Professor, welche Professorin eingestellt wird, dass das ja so ein Verfahren auch erheblich beschleunigen kann, weil vielleicht ja gerade im Kolleginnenkreis man sich unsicher ist, ob man jetzt irgendwie lieber die Person nimmt, die irgendwie sehr gut bei Drittmitteln ist oder die irgendwie sympathisch rüberkommt oder vielleicht sehr, sehr hilfreich ist in der weiteren Vernetzung mit der Hochschulverwaltung und dem Rektorat. Und also wenn das halt Studierende einfach entscheiden aufgrund dessen, wer ist am besten für die Lehre geeignet, dann ist das ja eine einfache Entscheidung, das beschleunigt jeden Prozess. Aber wissen Studierende, was gute Lehre ist, oder wird das operationalisiert durch wo gute Noten? Was man auch nicht weiß. Natürlich wissen Studierende, was gute Lehre ist, und sie entscheiden das auch einfach dadurch, also weil alle Lehrpersonen, die jetzt irgendwie dafür in Frage kommen und die Institution wechseln, das ist ja natürlich klar, dass die alle sehr öffentlich lehren, dass man halt gucken kann, okay, was haben die so für Videos bei YouTube online, kann man da gut was mit anfangen, was posten die so bei Twitter und bei Instagram, haben die da mal einen Stream bei Twitch, ja, machen die halt irgendwie Quizze bei Kahoot und haben die irgendwie Lehrmaterialien cool auf dem Moodle oder irgendwo viele Folien bei Slideshare oder so ein tägliches Quiz bei Instagram und so. Und dann kann man ja danach einfach entscheiden und sagen, das ist halt eine super Lehrperson. Wie er einfach also seinen eigenen Case vorträgt. Das macht doch niemand. Es gibt 5 Leute im Stream und einer... Klar, nee. So. Ja, gut wäre es schon. Ich würde mir vor allem wünschen, dass man eben nicht nur diese groß aufgelegten die Gremien oder wie heißt hier die Berufungskommission hat, wo ja auch wieder nur die vorselektierten Aster-Leute oder dann gibt es so wilde Rundmails, wer will. Wenn man schon in die demokratische Ecke schlägt, dann lasst euch offiziell wählen. Also im Sinne von, dann fragt man die komplette Studierendenschaft, dass die Teilnahmequoten bei sowas extrem, also wenn man jetzt hier Studienparlament und so wählt oder Aster, was nochmal 2 verschiedene Dinge sind, aber natürlich ist die Wahlbeteiligung total niedrig, aber vielleicht wäre sie ja höher. Also wenn man wirklich das eigene Studium und wirklich die nächsten x Jahre, da habe ich im ersten Semester schon einen Anreiz, mich zu beteiligen. Also man kann den Case definitiv aufmachen. Ich sehe tatsächlich das Problem, dass 50%, das ist so ein Putt, aus dem dann man nicht mehr rauskommt. Also entweder man gibt ihnen ein Veto, also das müsste anders operationalisiert werden, aber natürlich brauchten sie eine knackige These und deswegen steht da 50%. Ja, also von vielen Thesen, die da drin stehen, so auf Metaebene finde ich das wirklich die, oder eine der, deswegen habe ich die mir auch rausgesucht, eine die man wirklich am kontroversesten diskutieren kann. Also da kann man wirklich für beide Seiten relativ gute Argumente finden.
Ja, deine Schlimmste kommt ganz am Ende. Also. So. Sonne. Haben wir es jetzt mal entschieden? Hell oder dunkel? Es ist. So. Ja, kein, wie sagt der Alte, die Alte. Also ich gucke in ein Nordfenster Richtung. Ja. Man hat in. Ich komme ja eigentlich aus Frankfurt und Offenbach und da gibt es den Spruch: über Frankfurt lacht die Sonne und über Offenbach die ganze Welt. Was aber nicht cool ist, weil. So, gut. Wir haben. Was haben wir als nächstes? War mal 6, 19, 26. Ah, 41 müsste es 41. Kommen. Ja, in der Mitte, wie gesagt, ich glaube, wir müssen jetzt einfach ein bisschen Zeit machen. Ja, hier sind also coole ich meine, viele drin. Thesen sind halt auch so, also bei das ist ja so ein bisschen wie diese Geschichte hier von 2 Euro in die Mehrwertkasse von Axel Krommer, ja, im Sinne von digitale Medien müssen, wenn man sie einsetzt, irgendwie einen Mehrwert gegenüber analogen Medien bieten. Ne? Also das ist ja genauso. Ach ja. Ja, und ich meine, also viele Thesen hier, also ohne jetzt dem AfD und den Thesen zu nahe zu treten, aber viele Thesen sind halt einfach für mich auch so Selbstverständlichkeiten. Also ist ja auch, wenn ich die Bedeutung der These umkehre und sie dann halt komplett absurd klingt, dann ist es eigentlich aus meiner Sicht auch keine wahnsinnig sinnvolle These. Na, also, ja. Also die letzte, finde ich, die kann man schon wirklich sehr kontrovers diskutieren. Ja, absolut. So, warte mal, ich spiele noch mal ein bisschen. Hörst du mich, wenn du jetzt auch da stehst? Ja, dann kann ich ja schon mal anfangen zu diskutieren. Ja, ich habe hier Knopf im Ohr. Ja, du hast Knopf im Ohr, fantastisch. Okay. Ich soll dafür argumentieren. Ja, du sollst dafür argumentieren. Die Hochschule fördert ehrenamtliches Engagement in und außerhalb von Studium und Lehre durch etablierte Anerkennungsstrukturen. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen, dass Studierende eine Hausarbeit oder eine Thesis am Ende schreiben sollen. Und teilweise dieses Schriftstück das erste ist, dass sie offiziell abgeben. Das ist in technischen Studiengängen ganz oft so. Das ist in der Informatik, in der Wirtschaftsinformatik. Es hängt total teilweise von dem Prof, von dem Modul oder von der Jahrgangsgruppe ab, was der aktuelle Flavor an dieser einen oder an dieser einen Fakultät oder Universität ist. Es kann innerhalb der Universität schon anders sein. Es kann studiengangsübergreifend in Deutschland anders sein, weil freie Forschung und Lehre, alles schön. Aber das einzubeziehen und zu sagen, okay, ich habe da irgendwas im Präsentationsbereich gemacht, ich bin für eine NGO oder für die Bundjugend oder für eine Partei irgendwo auf Marktplätzen, ich bin dabei, Leuten kostenlos Nachhilfe zu geben, Corona-Nachhilfeschule und so weiter. Studierende machen sehr viel in ihrer eigenen Zeit und leben eben nicht fürs Studium. Und das muss gewürdigt werden, das muss anerkannt werden und wir müssen anfangen, Studierende diesbezüglich wie Erwachsene zu behandeln, weil es eben keine Kinder sind. Und das muss gewürdigt werden durch die einzige Währung, die die Universität kennt, nämlich ECTS und Leistungspunkte. Danke, euer Ehren. Ja, ich muss jetzt schon die ganze Zeit im Kopf schütteln. Also das ist natürlich alles total großer Quatsch. Man muss sich nur mal ein typisches Ingenieurstudium anschauen. Na, also da geht es im Grundstudium, im Bachelor vor allem erstmal darum, dass man Mathematik 1, 2 und 3 verstanden hat, Physik 1, 2 und 3, Grundlagen der Elektrotechnik 1, 2 und 3, Grundlagen der Informationstechnik und dennoch die technische Mechanik. Weil ohne das kann man ja später gar nicht zu den interessanten Sachen wie Kommunikationstechnik, Hochfrequenztechnik und so weiter kommen. Elektromagnetische Verträglichkeit will ich jetzt gar nicht von anfangen und mit der theoretischen Elektrotechnik auch nicht. Und das heißt, alle Sachen, die Studierende jetzt nebenbei machen, sich irgendwie da Nachhilfe irgendwie Schülern geben, das bringt sie doch fachlich nicht weiter. Oder jetzt irgendwie mit kleinen Kindern im Kindergarten mit einem Elektrobaukasten rumbasteln. Also klar, versteht sie dann vielleicht irgendwie nochmal, wie ein Stromkreis funktioniert, aber das hilft ihnen ja nicht, jetzt irgendwie die Hochfrequenztechnik zu durchschauen. Und also von außerfachlichen Sachen wie NGOs, ne, also dass vielleicht Ingenieurstudierende sich noch mit gesellschaftlichen, ethischen Fragestellungen, Problemen der Nachhaltigkeit auseinandersetzen. Also da hört der Spaß auf. Es ist ein technisches Studium, es ist ein ingenieurwissenschaftliches Studium, das hat einen starken
mathematisch naturwissenschaftlichen Hintergrund und alle Sachen, die man da nebenbei macht, das würde total davon ablenken, das würde die fachliche Qualifikation unserer Studierenden herabsetzen und das wäre ja wohl also das Letzte und überhaupt total kontraproduktiv, das jetzt auch noch über ECTS-Punkte zu würdigen. Also denn nachher fangen Leute an, irgendwie neben dem Studium noch, keine Ahnung, einen Jagdschein zu machen oder irgendwie einen Schwimmlehrerkurs und sich dafür ECTS-Punkte für ihr Studium anrechnen zu lassen. Also so weit darf es niemals kommen. Es ist sogar noch schlimmer. Und deswegen würde ich sagen, wäre den Anfängen und also es gibt Pflichtfächer, die sind zu absolvieren und alles, was daneben stattfindet, ist... Fachidioten züchtet ihr da. Fachidioten, so sieht es nämlich mal aus. Du hast von Social Skills gehört, werter Kollege. Wir müssen wirklich anfangen, es geht schon so weit und das ist schon die Realität und da sollen wir den Anfängen wehren, dass Studierende Kurse belegen, weil sie interessieren, das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen und von vornherein wissen, dass sie gar keine Punkte dafür bekommen und deswegen langsamer studieren. Vor 20 Minuten hast du hier noch groß von Regelstudienzeit fabuliert und auf einmal können wir existierende Skills, die können wir auch prüfen, das steht ja auch gar nicht. Wir könnten ja durchaus sagen, ey, man hat eine Wahl, sich das anrechnen zu lassen, aber nicht dieser Erasmus, du musst 4 Jahre warten, bis wir vielleicht mal was angenommen haben und anerkennen, Quatsch. Sondern, also Erasmus ist toll, der Prozess ist einfach nur viel zu langsam und auch Auslandssemester lohnen sich eigentlich nur, wenn du deine Punkte schon hast. Und das müssen wir anfangen, weil es ist doch schon längst gemacht worden. Wir könnten das sogar so machen, dass wir da in ein Peer-Review reingehen. Also die Idee wird immer besser. Und andere Studierende, die das auch gemacht haben, die sollen sich gegenseitig bewerten. Und dann können wir wirklich gucken, ob jemand da wirklich den Jagdschein gemacht hat oder von mir aus auch den Schwimmkurs und ob er das wirklich kann. Weil dann zertifizieren wir nicht nur, sondern fragen nach echten Kompetenzen. Und das wiederum würde mit Sicherheit auch der Wirtschaft, den Jobs oder wo auch immer man in seinem noch so jungen Leben weiterhin geht, sehr helfen. Also ich musste gerade meinen Gesichtsausfall verbergen, als ich das Wort Peer-Review gehört habe. Das wäre jetzt noch die Krönung des Ganzen, auf wenn jeden die Studierenden Fall. Sich gegenseitig jetzt noch ihre Nicht-Kompetenzen, die sie da, ihr Nicht-Wissen, was sie in den Fachwissenschaften erworben haben und was sie, die Zeit, die sie woanders hin verschwendet haben, wenn sie sich das jetzt noch gegenseitig irgendwie bestätigen könnten. Ist doch klar, dass die Studierenden sich da alle gegenseitig über den grünen Klee loben und überhaupt gar nicht... Studien zeigen, dass Peer-Review deutlich brutaler ist, als von den eigentlichen Durchführenden eines Moduls. Ja, stimmt. Kann ich da eine gute These von MM schicken? Stimmt, das funktioniert ja bei wissenschaftlichen Publikationen auch super. Ja, okay, gut. Fair point. Ja, nee, also ich möchte aber auf meinen ursprünglichen Punkt zurückkommen, weil es auch hier Leute gibt, die immer auf den ursprünglichen Punkt zurückkommen. Also, aber am Ende, die Hochfrequenztechnik, die theoretische Elektrotechnik, ja, auch die elektromagnetische Verträglichkeit, das sind alles total wichtige Fächer. Das sind auch anspruchsvolle Fächer. Und wenn man da in Mathe nicht verstanden hat, wie Divergenz, Gradient und Rotation funktioniert, dann kann man da nicht, kann man diese Fächer nicht bestehen und nicht verstehen. Und dann ist man auch einfach nicht, also dann hat man es auch nicht verdient, sich Bachelor of Science oder Master of Science einer Universität zu nennen, dann kann man auch gleich an eine Fachhochschule gehen und da, also wenn man halt Praxis möchte und irgendwie anwendungsorientiert studieren möchte und irgendwie Zeit haben möchte, neben dem Studium irgendwas zu machen, dann würde ich sagen, ist man an einer Universität einfach falsch. Ja, man hat sich bewusst für das theoretischste überhaupt, die theoretischste Variante eines Studiums entschieden, die es in Deutschland gibt, eine Universität. Und das muss sich da auch irgendwo in dem Niveau widerspiegeln. Und da ist also ehrenamtliches Engagement nebenbei, lenkt wieder von den eigentlichen Sachen ab. Und es geht hauptsächlich um die fachlichen Kompetenzen, die sind das Allerwichtigste überhaupt. Und ohne einen ganz breiten Strauß an Grundlagensachen, die ganz theoretisch schon vermittelt werden, geht es nicht, weil sonst die Studierenden nicht diese hart, knallhart theoretischen Fächer, wie eben die theoretische Elektrotechnik verstehen. Und die sind aber enorm. Ich krieg schon Nackenschmerzen vor Schütteln. Das ist aber enorm wichtig, weil sonst kann man nicht Elektroingenieur, Elektroingenieurin sein mit einem Masterabschluss von einer Universität. Weil, also das in den Firmen, das ist ja auch das, was wir immer wieder aus der Industrie hören, ohne die theoretische Elektrotechnik geht es überhaupt gar nicht. Ja, also das ist so,
wenn Leute mal eine vernünftige Präsentation halten können, okay, aber wenn sie dann nicht wissen, wie irgendwie man, keine Ahnung, den Skin-Effekt in einem langen, dünnen Leiter ausrechnet, das ist natürlich schlecht. Also das wirft ja auch ein ganz schlechtes Bild auf uns als Uni. Ja, also wenn da jemand dann eine gute Präsentation halten kann, aber fachlich nicht, also vielleicht sehr gut, Kollege, ist, aber nicht exzellent. Also die Arroganz steigt stärker als die E-Funktion. Das ist ja wohl nicht dein Ernst jetzt. Also zum einen steht in der These nichts von praktischem oder theoretischem Wissen. Das heißt, das könnte beides dort drin sein. Dann das Elektrotechnikstudium als das Theoretischste darzustellen, ist ja wohl auch mal, also es gibt da immer noch die theoretische Informatik, ja, also jetzt mal, und die theoretische Physik, also ganz, ganz ruhig da drüben in Magdeburg. Ihr habt immer noch was ihr überhaupt anfassen könnt mit Potentiometer und Co. Andere rechnen nur mit Knoten und Kanten. Und es geht darum, das, was sowieso schon stattfindet, von jungen Erwachsenen zu würdigen. Es steht ja auch nicht, dass das 50% vom Studium sein soll oder die Weiterbildung, wie auch immer. Es würde einfach helfen, dass man das würdigt und wenn man überhaupt mal anfängt, an flexiblere Modulkataloge heranzugehen, weil wir kennen alle den, ich weiß nicht, ob es ein KDC-Comic war oder von Constructive Amusement oder ein anderer Künstler. Die Gruppe hat ein Mittel gegen eine seltene Krankheit oder gegen eine häufige Krankheit gefunden. Dann sagt das Prüfungsamt, ja, aber da im Modulkatalog steht schriftliche Prüfung. Ja, aber wir haben auch ein Patent gefunden und haben was entwickelt. Ich wiederhole, sagt das Prüfungsamt, es steht schriftliche Prüfung. Und das kann es einfach nicht sein. Ja, das können ja die Studierenden auch alles nebenbei machen, aber ECTS-Punkte, also das, wir haben 180 CP für einen Bachelor Elektrotechnik und die sind pickepacke voll mit den enorm wichtigen Pflichtfächern, die wir brauchen, und da können wir einfach, jedes CP da drin ist extrem wertvoll, wenn wir da auch nur eins rausgeben für ehrenamtliche Sachen, also wo kämen wir denn dahin? Das würde ja unser Niveau sowas von absenken, von diesem hohen Ross, was wir da haben, können wir nicht runterkommen. Also das, alles klar. Ich stelle an der Stelle fest, ich bräuchte unbedingt mal einen Kurs in Theater, Schauspielkunst, dass ich jetzt hier ja. Naja, ich habe ja Rhetorik und Debattierhintergründe, und man muss wirklich sagen, dass es auch gerade beim Debattieren, es geht nicht darum, die andere Seite oder auch die, im englischen Format gibt es ja auch die Liberalen, also die sich da quasi pro kontra wechseln dürfen. How fitting, sage ich mal so, dass es, dass man nicht die anderen überzeugen kann, sondern die Öffentlichkeit, die Jury oder das Publikum. Und insofern habe ich jetzt einfach mal weitergemacht, dass man an der einen oder anderen Stelle auch sagen muss, hey, bei der einen oder anderen These ist mein Herz auch geteilt und auch mein Kopf geteilt. Und über das Politische oder über das Grundrauschen oder über die, teilweise die Trivialität von dem, was in so mancher These steht, haben wir ja schon ein bisschen unseren Senf dazu abgegeben. Ich habe dir gerade mal den Constructive Amusement. Stark. Warte mal. Den du meintest, zu Anruf wechseln. Kannst du mir den auch noch über Twitter schicken? Ja, ich kann den auch per Twitter schicken. Okay. Weil dann haben wir nicht eine komische Gibberish. Weil ein Overlay ist zum Beispiel auch, weil wir gerade bei Videokonferenzen waren, das andere Overlay sorgt sofort dafür, dass die Ansicht zusammenbricht und dann aber den können wir ja auch gerade noch mal zeigen, weil ich ihn wenn ihr das verstanden habt, was ich im Folgenden erkläre, dann könnt ihr fliegen, euch unsicher machen, Krebs durch Hand auflegen, halten, jede Person verführen, die ihr möchtet. Ist das prüfungsrelevant? Nein. Langweilig. Ja, Constructive Amusement, großartiger Account, der tatsächlich sehr pointiert die Hochschulszene aufs Korn nimmt. Definitiv zu empfehlen. So, Meister, du musst These 52 vertreten. Und ich kann jetzt schon sagen, ich habe es noch nicht mal zu Ende gelesen. Kann weg. Wissenschaftskommunikation.
Naja, es ist jetzt so ein bisschen schwierig, weil ich vorhin ja genau dagegen das argumentiert habe, aber ich probiere es natürlich trotzdem. Also ich glaube, es ist ziemlich das Ähnliche, was wir vorhin bei Sextons hatten. Ja. Also natürlich ist es Kernaufgabe der Universität, zu forschen und zu lehren, und zwar hauptsächlich erstmal ihre eigenen Studierenden. Aber natürlich muss sich eine Universität, eine Hochschule auch öffnen gegenüber der Gesellschaft, einfach um nicht abgekoppelt zu sein, um nicht dieser Elfenbeinturm zu sein, der da halt irgendwo so rumsteht, sondern um sich mit der Gesellschaft zu vernetzen und zu verknüpfen, muss man als Uni ganz viele dialogische Formate suchen. Also zum Beispiel sowas wie Science Slams anbieten, Wissenschaftsmessen, Citizen Science Projekte, in denen eben man versucht, irgendwie Experimente so zu designen, dass da eben auch, ich sag mal in Anführungszeichen, normale BürgerInnen mitmachen können und das trotzdem einen Mehrwert hat, einfach weil man das gleiche Experiment vielleicht nicht mit so super wiederholbaren Parametern, aber halt einfach nicht nur fünfmal macht im Labor, sondern 500, das trotzdem einen Mehrwert hat, einfach weil man das gleiche Experiment vielleicht nicht mit so super wiederholbaren Parametern, aber halt einfach nicht nur fünfmal macht im Labor, sondern 500 Mal bei irgendwelchen Leuten zu Hause im Garten, wo auch immer, so Formate fördern, wie die lange Nacht der Wissenschaft, Busse wie den InnoTruck oder die MS Wissenschaft als Schiff, die rumfahren und die man halt besuchen kann. Und also so, dass Bürgerinnen und Bürger und auch Schülerinnen und Schüler sehen, was da an Unis passiert, und sich natürlich andererseits auch Wissenschaftler überlegen müssen, was hat denn meine Forschung eigentlich für einen Impact für die Gesellschaft und wie ist das da verknüpft und macht das aus gesellschaftlicher Sicht auch eigentlich irgendwie Sinn, was ich da mache und tue. Und deshalb, also müssen wir uns als Uni ganz unbedingt öffnen und solche Formate umsetzen auch und für die Zukunft perspektivisch solche Formate fördern und weiterentwickeln. Und das muss auch in Stellenplänen und in Zeiten, die Leute angestellt sind, muss ich das auch wiederfinden. Also das kann eben nichts sein, was am Wochenende stattfindet und irgendwie zwischen Tür und Angel und in der Freizeit, sondern das muss auch entsprechend vergütet werden. Und was ist, wenn der Science Slam, weil er ja für die Öffentlichkeit gemacht ist, nun mal nicht mittwochs um 11 ist, sondern am Samstag um 16 Uhr? Ja, da muss haben sie da erstmal einen Dienstreiseantrag gestellt. Also, das kann ja keiner vorstellen. Ja, das kann ja, das ist ja überhaupt gar kein Problem. Da kann das Sekretariat mal eben im Online-Tool einen Antrag auf Wochenendarbeit ausfüllen und dann ist natürlich Online-Tool. Klar, dass wir sind voll digitalisiert in der Verwaltung, das ist ja selbstverständlich. Und der Vorgesetzte signiert das direkt online, das ist eine Sache. Online signiert, das wird ja immer besser, Herr Magdowski. Das ist gar kein Problem. Also wir drucken doch dafür keine 5-Seiten-Antrag mehr aus. Was kommen Sie da mit nächsten papierloses Büro? Und dann am Ende muss noch der Rektor unterschreiben dafür, dass ein Mitarbeiter, einer Mitarbeitende am Wochenende mal irgendwie eine halbe Stunde irgendwo einen Vortrag hält. Das haben wir vor 5 Jahren gemacht, das wäre ja absurd. In den heutigen Hast du jetzt dein Traumschloss zu Ende gebaut? Ja, das ist ja wohl. Oder also, das schon überall stattfindet. Das kostet nur natürlich Geld. Natürlich hat das die Person, die das macht, die hat dann eben auch dann Montag halt vormittags frei, weil die ja am Samstag da 10 Minuten Science gemacht hat und natürlich auch lange Zeit dafür investiert hat, den Vortrag da entsprechend gut vorzubereiten. Sich im Nachgang noch mit der Masse dort unterhalten hat und darüber getwittert hat, Fragen bei YouTube beantwortet hat. Jetzt bezahlen wir die Leute auch noch fürs Twittern? Was kommt als nächstes? Dass Videos Untertitel für Barrierefreiheit eingestellt werden? Also Leute, das ist ein ganz nettes Hobby, was ihr da macht. Aber das kostet nur Geld. Am Ende versteht sowieso keiner was. Haben wir da überhaupt mal eine Lernfortschrittsmessung von so einem Science Slam erprobt? Ist denn überhaupt klar, wie der Transfer stattfindet, um den es ja dann geht? Dann lieber einmal ein Roundtable von mir aus mit der Industrie gemacht, ein paar Praktika vermittelt, dann ist es auch mit der Praxis, ja, dann haben wir auch das Praxissemester direkt abgeklopft. Aber die Öffentlichkeit mit einzubeziehen und dann irgendwie lange Dialoge zu führen und dann hast also du irgendwie die interessierte Öffentlichkeit, um die geht es. Ja, aber die verstehen das doch nicht. Und nochmal, es kostet nur Geld und wir haben kein Geld. Das haben wir noch nie gemacht, das hat noch nie funktioniert und es ist überhaupt nicht messbar. Also ich will mal ein paar smarte Ziele, dann könnten wir, wie gesagt, so ein bisschen über ein Industrie-Roundtable reden. Auch externe Wissenschaftskommunikation, wisst ihr, also
da ist gar niemand richtig für zertifiziert. Und wenn ihr mal ab und zu eine Instagram-Story hochlädt, ja, mein Gott, aber dann musst du nicht erwarten, das Institut zu taggen. Das guckt am Wochenende eh keiner. Dann ist Montag. Dienstag ist auch schwer, mit Mittwoch eventuell. Da ist Social Media Day und dann ist die Woche auch eigentlich schon wieder pickepacke voll. Das kann sich ein Institut, weil das müsste ja auf Institutsseite von einem Backoffice oder von einer festen Struktur. Das können wir nicht. Wir machen Hochglanz-Trailer, wir machen Hochglanz-Flyer. Flyer sind der absolute Schrei. Und einmal im Jahr machen wir Tag der offenen Tür, weil ansonsten streicht uns das Ministerium das Geld. Aber ansonsten machen wir nichts. Also das lohnt sich einfach nicht. Da wollen wir uns an die nächsten übergehen. Genau. Also tatsächlich muss man mal sagen, um nochmal den neutralen Hut aufzunehmen, es ist nicht zu unterschätzen, wie viel Lebenszeit und wirklich extra Zeit, und das hattest du ja auch in deinem Statement gesagt, Menschen dafür aufsehen. Also ich weiß nicht, wenn du jetzt mal zum Beispiel sagst, wie man eine Stundenanzahl irgendwie rausgibst, oder andersrum, ich mache mal eine Ich-Aussage draus, wie viele ein oder andere Einladungen irgendwie für private Feiern ich auch schon abgesagt habe, weil ich gesagt habe, hey, nee, ich habe an dem Tag einfach schon seit 6 Wochen einen Science Slam geplant, zu dem man ja auch nicht jederzeit eingeladen wird. Oder wenn du zu Gymnasien fährst und sei es nur in der Umgebung, das muss vorbereitet werden, das muss gepackt werden, dann fährst du dahin, dann machst du die Veranstaltung, dann fährst du wieder zurück, du musst wieder ausladen. Und das in der Zeit kann man halt nicht seine anderen Sachen tun und E-Mails beantworten und irgendwie sich um Studierende kümmern. Und ja, und daraus abzuleiten, dass man nicht seiner eigentlichen Pflicht nachkommt, weil man dieses Extra-Zeug macht, ist einfach nur unfair. Und das, ja, also ganz klar. Aber das war eigentlich auch ein schöner, weil ich glaube, so wie ich gerade argumentiert habe, ist die ehrliche Meinung hinter verschlossener Tür. Ja, und ich meine, wie es so oft bei vielen Thesen ist, die goldene Wahrheit liegt irgendwo in der Mitte. Also wenn man jetzt eben irgendwie nur noch Citizen Science und Science Slam Sachen und so macht und gar nie mehr in Anführungszeichen richtig forscht, dann ist es natürlich vielleicht auch ein bisschen komisch. Aber was ich immer wieder spannend finde, also ich habe ich bin ja jetzt irgendwie nur relativ erfahrener und etablierter Science Slammer. Und was für Leute mich immer wieder auf dem Campus ansprechen und sagen, ey, du bist doch oder sie sind doch der mit der Mikrowelle. Und sage ich, ja, der bin ich, ja. Ja, das habe ich mal gesehen, das war total cool. Ja. Ja. So. Dann ist das schon wieder immer, ja klar, wenn man halt irgendwie x-mal immer 500 Leute vor sich sitzen hat, irgendwer kann sich ja nochmal dran erinnern, ja. Oh Gott. Oh, da muss ich jetzt auch für argumentieren. Das hast du also ist denn? Eigentlich ganz einfach, Public Money, Public Code. Ne? Wir sind öffentlich finanziert, selbstverständlich sind neben den Lehrmaterialien, die wir erstellen, ist auch die Software, die Algorithmen, die Datenstrukturen dahinter, Lernmanagementsysteme, Prüfungssysteme, Prüfungsaufgabenkataloge, Systeme, um das alles zu verwalten, Student Lifecycle Management, das sind ja alles Aufgaben, die an allen Hochschulen, allen Universitäten anfallen. Natürlich kann und muss es nur sinnvoll sein, solche Software gemeinsam zu entwickeln, sie quelloffen zur Verfügung zu stellen, sodass alle Hochschulen davon partizipieren können und die halt bei sich einsetzen können. Dann kann die immer noch jeder anpassen an die, weil die eigene Hochschule ist ja immer ganz anders, ne, als die einen anderen, aber es ist total kontraproduktiv, dafür jetzt so großen Firmen wie Zoom und Microsoft Geld in den Rachen zu werfen, Lizenzen zu kaufen, die dann halt eine begrenzte Zeit funktionieren. Es wäre viel, viel, viel sinnvoller, eben die Kompetenzen zur Entwicklung, zur Pflege, zur Wartung, zur Weiterentwicklung solcher Software zentral an den Universitäten zu bündeln und Crowdsourcing-mäßig dezentral zu nutzen, eben wegen Public Money, Public Code. Es gibt auch genug Privatinstitute, Forschungs- und Universitäten, dann können die einfach ihr Zeug behalten. Finde ich gut, finde ich schön. Open Source heißt aber nicht, dass es automatisch kostenlos ist. Hosting kostet immer Geld, egal wie offen und egal wie liberal so eine Community ist. Dann das weiterzuentwickeln, auf einmal entwickeln sich Hardforks. Wenn da nicht irgendwie ein zentrales Team für einsteht oder zentrale Entwickler, Entwicklerinnen, kann man da ganz schnell nicht nur eine Gabelung, sondern mehrere Verästelungen finden. Und auf einmal hat die Verästelung ganz links nichts mehr mit der Version ganz rechts zu tun.
dass der Bund schon wieder irgendwas finanzieren soll, obwohl Hochschulen nach dem Föderalismus ihr eigenes Ding machen, sehe ich ja so gar nicht ein. Also entweder es wird werden ein paar Kompetenzen abgegeben, die Anerkennung funktioniert leichter, jada, 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 einfach mal ein bisschen was in dieses Jahrtausend holen, Jahrhundert. Und dann gibt es auch ein bisschen mehr Geld, ne? Aber ansonsten kann man nicht schon wieder vom Bund Finanzierungen verlangen, ohne Mitspracherecht abzugeben. Datensouveränität, ja, das ist mal Microsoft und Zoom, aber die können das halt, das sind Profis, die können das richtig. Da kümmert sich dann nicht nur Mitarbeiter Max M. um die Bereitstellung, da kümmert sich eine ganze Abteilung. Was denn? Unsere Studierenden, wenn sie sich dort amerikakritisch äußern, dürfen nie wieder in die USA einreisen, dort ja. nicht studieren. Das ist alles. Und die ganzen Daten liegen alle bei Google. Die werden dann, da könnten ja auch potenzielle Arbeitnehmer in Zukunft dann zum Beispiel bei Microsoft und bei Amazon und bei. Das machen die nicht. Nein. Das ist alles sicher. Sagen, wie hat denn Terms and Agreements. Damals dieser Student performt sein Studium lang? Können wir da mal sehen, wie schnell der halt auf E-Mails von seinen Lehrenden reagiert hat? Das ist ja dann alles in den Cloud-Diensten gespeichert. Das wäre natürlich der gläserne Student, die gläserne Studentin. Das wäre ein Horrorszenario, dem dürfen wir uns auf gar keinen Fall hingeben. Deswegen glaube, ist es enorm wichtig, dass alle diese Daten immer nur auf universitätsinternen Speichern mehrfach gesichert abgelegt sind. Nee, Kollege, das ist überhaupt kein Problem, weil Google kann mit den Papierausdrucken, die wir an der Uni haben, eh nichts mit anfangen. Die sind gar nicht, also die wollen eine XML-CSV-Schnittstelle, eine API. Und dann sagt halt die Hochschule so, Beste, was ich machen kann, sind 500 Seiten über ein Semester pro Student, pro Fach. Da sagt Google, ja, nee, okay, wir, ist uns egal. Das passiert nicht, nein. Die haben auch ganz tolle AGBs, die haben Terms of Services, die haben hier so Regularien und so, genau. Und wie gesagt, Open Source heißt nicht, dass es umsonst ist. Das muss trotzdem finanziert werden. Bund habe ich ja gerade schon rausgesagt. Und auch die Kompetenzen. Ja, aber dann, wenn wir es dann finanzieren, dann gehört es wenigstens uns. Also das ist jetzt so ein bisschen, wie wenn man halt ein Haus mietet oder ein Haus kauft. Ne? Also im Moment mieten wir. Eine emotionale Entscheidung, ich sehe das ein, aber und ich glaube nicht, dass wir die Kompetenzen dafür haben. Das Haus zu bauen und dann, klar, da müssen wir uns auch selber darum kümmern, dass es irgendwie nicht durchs Dach durchregnet und dass die Fassade mal alle paar Jahre einen neuen Anstrich bekommt. Aber dann ist es immerhin unser eigenes Haus. Let's round this up. Nette Idee. Ich finde den finanzierten, bundfinanzierten Aspekt tatsächlich ein bisschen kritisch. Auch, dass es unbedingt Open Source ist, weil irgendwo steht dann auch noch, dass Standardsoftware oder kommerzielle Standardsoftware trotzdem irgendwie ein Baustein sein kann. Hä? Also, ich meine, zum Beispiel jetzt hier über Video, wie wir es vor über das Video streamen, dann will es vielleicht nur ein Lehrender, dann muss der sich irgendwie selber darum kümmern und darf deswegen keinen. Also ab wann verlasse ich den Open-Source-Bereich oder den Self-Hosted? Also ich kann ja auch proprietäre Software selber hosten. Also das ist oft ein Zusammenschluss, aber das kann auch getrennt betrachtet werden. Ich weiß tatsächlich nicht, ob das so schlau ist. Also wenn es zum Beispiel irgendwie eine Berlin-Brandenburg-Lern-Cloud, was auch immer gibt, von mir aus, oder bei euch können sich die Unis zusammenstellen, aber das ist schon wieder so Frickelei. Also ja, aber ich meine, da liegt ja dann vielleicht auch so ein gewisser Wert da drin, wenn das eben nicht so eine Monokultur ist, sondern wenn das eben auf möglichst vielen Beinen steht und dann irgendwie divers aufgestellt ist. Also ich finde das in der Praxis tatsächlich auch wichtig. Also wenn man jetzt halt eben schon allein sagen würde, man zieht es mal konsequent durch und alle müssten jetzt zum Beispiel eben Linux benutzen als Betriebssystem, dann wäre so eine Uni natürlich irgendwie tot. Ne? Also das, auf jeden Fall. Also dann das kannst du auch den Menschen in der Administration nicht beibringen. Keine Chance. Also wenn die keine, also ich würde sagen, wir machen mal weiter, damit wir einigermaßen die Zeit zusammenbekommen. 71. Also wir ziehen das heute durch, sagst du jetzt, ja? Ja, wir ziehen das jetzt ziehen durch. Das durch. Also ich würde sagen, in einer halben Stunde machen wir hier den Sack zu. Ja, klar. Also wir haben jetzt noch 71. Wir haben noch 75. Wir haben noch vier. Wir haben wir haben jetzt fünf Minuten für jede These. Ja, wir haben jetzt 58. Um 17:03 Uhr machen wir weiter. Genau.
Also das ist auch, es lässt sich auch sehr kurz begründen. Na klar, wie vorhin gesagt, wir sind in einer Phase der ständigen Exploration, auch was die Lehre angeht. Evidenzbasierte Lehre, du hast auch vorhin schon gemeint, ne, wir müssen auch mal nachweisen, dass das, was wir da jetzt uns an neuen Methoden ausdenken und erproben, dass das halt funktioniert. Deswegen ist es ganz wichtig für alle Lehrpersonen, sich im Sinne des Scholarship of Teaching and Learning auch mit der Beforschung der eigenen Lehre zu befassen. Das ist ja auch ein sehr etabliertes Konzept, insbesondere im angloamerikanischen Raum, von dem wir ja viel lernen können, was die Weiterentwicklung und Professionalisierung der Hochschullehre und der Hochschuldidaktik angeht. Und deshalb müssen und sollten alle Hochschullehrenden eben als Standard auch ihre eigene Lehre beforschen, darüber publizieren, sich darüber bei Lernforschungstagungen und Konferenzen mit anderen austauschen. Nur so werden wir weiterkommen und nur so werden wir die Evidenzbasierung der Lehre weiter auf ein solides Fundament stellen. Weiß ich nicht. Bin ich ehrlich? Problem ist einfach, dass die Lehre nicht überall so toll ist, um darüber zu forschen. Und das ist ein Level an Transparenz, Matthias, das kann keiner wollen. Auf einmal ist doch völlig klar, was die gute Vorlesung ist und warum. Also gerade noch waren wir gegen den gläsernen Studenten, auf einmal gibt es den gläsernen Lehrenden. Das ist ein Level an Evidenz, das kann keiner wollen. Da gibt es auch ganz viele Outlier. Dann da, außerdem Datenschutz. Datenschutz ist einfach hier ein Problem. Wir haben den Survivorship Bias. Manchmal kann ich ja nur die mitnehmen und die erforschen und die fragen, die überlebt haben, die meine Vorlesung und Übung überlebt haben. Dann gibt es ganz viele Gründe, warum dann da nicht die richtigen Studierenden dabei sind oder die auch gar nicht in das Modul gehören, aber irgendwas, irgendwelchen komischen Gründen sich trotzdem einschreiben haben können und eigentlich im falschen Semester sind und irgendwie sich nicht an die Modulreihenfolge halten. Und dann sagen die, das mein Modul war blöd und dann. Ja, das kann natürlich sein, wenn das irgendwie so ein Pflichtfach ist, was überhaupt gar nicht, also das hat mal irgendjemand ins Curriculum reingeschrieben, aber wenn man, stell dir vor, wenn wir jetzt so ein sehr freies Curriculum hätten und das hat freies, halt großen, wird ja immer besser, großen Wahl- und Wahlpflichtbereich und Studierende würden sich aus sich heraus dafür entscheiden, weil sie das für ihre eigene Persönlichkeit sinnvoll erachten, dein Modul zu besuchen, dann wäre ja ganz klar, dass da alle total motiviert bei der Sache sind und dass du halt diese Outlier und diesen Survivorship Bias gar nicht brauchst. Und aus Sicht der Qualitätssicherung, ne, also wir haben an den Universitäten überall akkreditierte Studiengänge mit Programmakkreditierung oder Systemakkreditierung, also eine externe Akkreditierungsagentur, wacht darüber, dass die Qualität in Studium und Lehre gut ist oder die Hochschule, Universität hat sich ein eigenes System überlegt und auferlegt, mit dem sie diese Qualität sichert. Und dafür sind natürlich nicht nur Evaluierungen, sondern erweitert, ergänzt durch solche Beforschungen der eigenen Lehre, sind natürlich ganz wichtige Instrumente, um auch in Zukunft die Qualität von Forschung und Lehre sicherzustellen. Das brauchen wir ganz unbedingt für die Akkreditierung, für die Qualitätssicherung, da kommen wir nicht ringsrum. Also man argumentiert, dass man die Lehre evidenzbasiert gestalten soll. Und warum, die Motivation, warum wir das machen, ist eine Akkreditierung. Das ist den Studierenden noch total egal. Die wollen gute bis sehr gute Lehre. Und ansonsten ist es egal, was die Evaluierungen sagen. Und die Akkreditierung, das ist so ein Rektorinnen, Rektoren, Hochschulbereichs, wie auch immer. Uns ist die Akkreditierung doch egal. Ich will gescheite und gute Education daraus bekommen. Und wie wir da hinkommen, ist eigentlich egal, aber nicht mit einem Standard in allen Fachbereichen. Das führt nur zu Frustration. Aber die Studierenden achten bei der Wahl eines Studienfaches ganz explizit auf solche Rankings, schauen ins CAE-Ranking rein. Nein, das ist denen doch total Lippe. Nach welcher Norm, wie ist da? Ja, die BWLer vielleicht. Da in Regelstudienzeit ab. Na, Regelstudienzeit ist so trivial. 2 von 3 Studierenden arbeiten. Wir haben überhaupt keine Chance, die Regelstudienzeit einzuhalten. Zitat von einem Kollegen, der anonym bleiben möchte. Die 180 ECTS sind pickepacke voll, da können wir nichts dran ändern. Und da haben wir keine Zeit für Lehrforschung. Weil die 180 ECTS müssen ja auch angeboten werden. Ja, die gelten ja für die Studierenden, die gelten ja nicht für die Lehrenden. Aber also die Lehrenden werden. Haben natürlich Zeit, noch nebenbei ihre eigene Lehre zu beforschen. Das ist natürlich ganz klar. Das machen es die ist auch 17 Uhr, es ist 17:03 Uhr ja, und damit gehen wir weiter. Der ist richtig stark. 75. Ich vertrete die These. Die Lehrenden binden multimediale und interaktive Lehr- und Lehrmaterialien ein,
die ein adaptives Lernen mit individuellen Lernpfaden ermöglichen. Leute, wir können kuratieren. Wir können Metasuchen durchführen. Es ist alles da. Ihr müsst es ins Curriculum einbinden. Es gibt die Creative Commons. Es gibt eine große Community an Möglichkeiten. Es gibt die Möglichkeiten, was aus dem Vorjahr zu benutzen. Wir können die Co-Kreation einbinden. Das heißt, Studierende bieten was an. Dann lasse ich das wieder über ein Peer-Review, einfach mal in die 2 € Peer-Review-Kasse reinlegen. Gehe in die nächste Generation mit Studierenden. Da kann ich dann auch Feedback oder Lehrforschung betreiben. Die Lernpfade werden möglich, indem ich die Module eben öffne, indem ich den BWLern auch erlaube, in Gesundheitsmanagement reinzugehen und den Medizinern das Gleiche erlaube. Dann habe ich da wieder Cross-Faculty-Culture-Seminare. Wenn ich das öffne, kann ich das Lehrangebot einer Universität insgesamt öffnen. Dann sprinkeln wir da noch so ein paar Social-Skills-Seminare drüber und einen kleinen Block an den Ehrenamt. Tätigkeiten, die wir akkreditieren und ebenfalls peer-reviewen lassen. Und wenn ich dann in der Lage bin, das nachhaltig auf Multimedia abzubilden, H5P, Videos, Erklärvideos, Pageflow, you name it, dann kommen wir dahin, dass Lehr- und Lehrmaterialien tatsächlich demokratisiert und damit aufgrund der Fülle auch adaptiv auf den Studierenden zugeschnitten werden können. Ich würde wieder behaupten, dass das alles total an dem Ziel vorbeigeht. Also wir wollen doch Studierenden erstmal hauptsächlich Fachwissen vermitteln. Und wer weiß, das Fachwissen, das wissen die Lehrpersonen. Und die haben das halt gut aufgeschrieben und auch sehr gut nachvollziehbar formuliert in Lehrbüchern und in Skripten. Und vielleicht wenn es ganz multimedial wird, dann in Vorlesungsfolien, ja, auch in PowerPoint-Folien und die sind vielleicht noch besprochen, aber das ist wirklich das Allerhöchste der Gefühle, weil alles andere wieder irgendwie Multimedia und Shishi hier und irgendwie Augmented und Virtual Reality und interaktive Quizze, das lenkt ja wieder ab von dem eigentlichen Formalismus, von den Formeln, die dahinter stehen. Und der Punkt ist, dass ja später die Studierenden auch, ich kann nur von den Ingenieurwissenschaften berichten, was müssen die Leute da machen? Die müssen Application Notes lesen, müssen irgendwelche White Paper lesen, die müssen Bedienungsanleitungen und Datenblätter von irgendwelchen technischen Geräten verstehen. Und die sind halt auch alle geschrieben da. Kein Hersteller macht da irgendwelche Videos zu. Also die Studierenden müssen gedrucktes Material verstehen. Und alles, was multimedial ist und irgendwie interaktiv, das ist wieder alles ablenkendes Shishi. Und adaptives Lernen und individuelle Lernpfade ist natürlich das Falscheste der Welt. Es geht darum, in der Uni, dass eben der Gruppe, der Kohorte, die man hat, in same pace, same structure zu vermitteln. Und das hat ja schon... gut, dass das zeigt. Es gibt gar keine Videos zu diesen ganzen. Am Donnerstag auch ein LTSpice-Tutorial. Werde ich auch bei Twitch streamen. Von mir müsste es auch ein paar LTSpice-Videos geben. Aber kaum was vorhanden. Ist alles, ganz schwierig. Ist alles totaler Quatsch. Und das hat ja schon, also es, mit diesen individuellen Sachen, da gab es also den Kellerplan oder Kellerplan von einem, ich muss das auch kurz nochmal, ich weiß es natürlich, aber ich nur um den Namen richtig auszusprechen, bei Fred S. Keller. Aus den mittleren 60er Jahren gab es ein PSI, ein Personalized System of Instruction. Und da hat sich schon damals herausgestellt, also dass dieses individuelle Lernpfade und so, das funktioniert einfach nicht. Und also wenn wir die Technik nicht hatten, Achtung, nächstes Buzzword, weil wir die Technik nicht haben, heute ist alles besser. Ja, aber wenn das halt damals alles durch Technik lösen, soziale Probleme sind egal. Wie soll das dann jetzt mit Online und digitalen Sachen funktionieren? Das macht ja alles nur noch viel komplizierter für die Studierenden in der Bedienung. Ich meine, so ein Buch, ich bitte dich, das kann jeder aufschlagen und da durchblättern. Ja, wenn man jetzt irgendwie Sachen online hat und dann musst du hier klicken, musst du klicken, wie das Sprichwort sagt. Das ist doch alles total kompliziert. Wir haben 17.08 Uhr. Letzter Satz. Nee, also es geht. Es geht einfach nicht. Das gut. Wir machen weiter mit 82. 82. Einer meiner absoluten Lieblingsthesen in diesem ganzen. Ja, die finde ich, also ich hab eher, wie gesagt, ist die Versuch's mal. Wir geben dir wenigstens eine Chance, das zu versuchen, weil. Keine Chance.
Naja, also worauf kommt es denn an, wenn man ein Hochschulstudium erfolgreich absolviert hat? Es kommt Fachwissen, Fachwissen. Es kommt an auf die Kompetenzen, die man entwickelt hat. Fachwissen, man trägt das Wissen der Welt. Ständig trägt man das Wissen der Welt mit sich herum auf so kleinen mobilen digitalen Endgeräten, die Internetverbindung haben. Und da kann man jederzeit alles, alles flexibler nachschlagen. Flexibler als so mancher Geschäftsführer der politischen Parteien, ey. Man muss nichts wissen, ja, sondern man muss wissen, wo es steht und man muss das anwenden können. Es geht um Handlungskompetenzen und Sozialkompetenzen und Methodenkompetenzen und so. Es geht nicht um Wissen. Ask me anything, wissensbasiert, and I can Google it in 2 minutes, ja, and let you know. Und also und deshalb, und wir müssen auch ein bisschen für die Zukunft abseits von Studiengängen denken und viel interdisziplinärer denken. Und eigentlich müssen wir auch das ganze Schulsystem umstellen, weil auch da ist diese Aufspaltung von Sachen in Fächern total hinderlich. Schule reformorientiert und so transformatorisch weiterzudenken, das Gleiche müssen wir in den Hochschulen machen. Also wir müssen auch Studierende aus unterschiedlichen Fachbereichen in interdisziplinären Projekten an realen Problemen und auch wichtigen gesellschaftlichen Problemen, Klimawandel, Pflegenotstand und so, daran müssen wir sie weiterarbeiten lassen. Das bringt sie auch persönlich weiter, das bringt die Gesellschaft weiter. Und dann geht es um die Kompetenzen, die man dabei entwickelt. Und die müssen dann eben auf Zertifikaten, auf Abschlusszeugnissen irgendwie gelistet sein. Meinetwegen auch in Form von Micro-Credentials oder sowas. Aber ob, also, wenn jetzt jemand die Lehrveranstaltung theoretische Elektrotechnik besucht hat, also da hat er die besucht, weiß immer noch nicht, ob der das verstanden hat, da, ob der jetzt irgendwie das Wissen sinnvoll anwenden kann. Es ist mir eigentlich jetzt auch als jemand, als NGO, der Person einstellt, ist mir das eigentlich egal, was für Lehrveranstalt ist, kommt mir auf die Kompetenzen an, wenn ich Absolventinnen suche. Es wäre einfach unfair, wenn wir es nicht so machen würden, weil die Uni gar nicht formativ wirklich sagen kann, ob eine Studentin, ein Student tatsächlich diese Kompetenzen erreicht hat. Na klar, weil die Prüfung ist es mir, alle Kompetenzen orientiert. Dann ist es mir lieber, dass wir fair lieber auflisten, was die Person besucht hat, um das absolute Bare Minimum ausweisen zu können, das wir ECTS-Punkte nennen. Und dann kann, so wie es auch die Industrie schon getan hat, weil sie ja festgestellt hat, dass wir nicht mehr außer die Liste rausgeben können, dann sind wir einfach ehrlich und sagen, wir haben nur diese Liste. Kompetenznachweise sollt ihr dann in eurem eigenen Assessment Center gerne ausprüfen. Ihr wisst selber, was wichtig ist. Man könnte sogar sagen, der Markt, der Bildungs- und Unternehmensmarkt, der HR-Markt regelt das dann. Ich werde mich selber dafür köpfen, diese Aussage auf Videoband getätigt zu haben. Und dann können wir einfach sagen, das ist das Bare Minimum. Was die Studenten danach noch gemacht haben, wissen wir nicht. Auch das akkreditieren wir nicht, haben wir ja vorhin gehabt. Und wir listen das Ganze auf. Ihr findet das selber raus. Ihr findet das in einem individuellen Gespräch eh besser raus. Und letztlich ist es ja eh nur ein Zeitintervall, weil was interessiert mich, was ich letzte Woche oder auch im zweiten Semester gelernt habe, das können die Unternehmen besser. Das ist auch viel also es ist nicht so interessant, wenn ich eh in der Akademie bleibe, dann brauche ich eh nur die Note. Also geben wir Noten und Listen raus, denn Noten und Listen, das können wir. Ja, aber das wäre ja eine sozusagen Einverständniserklärung unserer eigenen Inkompetenz als Hochschule. Das wäre nur ehrlich. Es ist halt ehrlich. Und wenn die eine Uni es besser machen würde als die andere, dann wäre doch unfair. Wir können uns also darauf einigen, dass wir das Niedrigste der Systeme nehmen. Das kann jeder. Und jetzt ist auch gerade die Zeit schon um. Es ist schwierig. Aber ganz ehrlich, die habe ich gelesen, habe sie markiert. Dann habe ich mich erinnert, nee, du hattest sie ja auch schon markiert. Und war so, warte mal, er muss ja dann dafür argumentieren. Und ich habe jetzt nicht jede These komplett im Detail gelesen, aber das, was wir jetzt bisher hatten, die am schnellsten zu zerlegendste These, weil sie konkret ist, das ist ja eigentlich gut, aber das ist die These, die am ehesten, weißt du, Open Source und lebenslanges Lernen, konnte ich irgendwie noch Argumente finden und sagen, ja, da gibt's ja irgendwie was. Aber diese These scheitert bisher meines Erachtens am ehesten an der Realität. Ja, klar. Ja. 90, das bin ich.
Ja. Ich habe vielleicht da auch, um kurz auszuholen, ich habe erst nach Dauerstellen gesucht. Das ist aber auch eine These irgendwo, die war unter einer, die wir besprochen haben. Also da stand sowas, dass da halt Personal außerhalb von Projekten oder so dauerhaft zur Verfügung stehen. Ja, wir hatten drei. Future Skills, auch so ein Buzzword. Die personelle, genau. Aber 19 haben wir ja besprochen. 19 genau, war ja auch. Mittelbaustellen in der Lehre sind ausgebaut und verstetigt. Das heißt nicht, dass das Dauerstellen sind. Verstetigt heißt nur, ich gucke irgendwie, dass ich regelmäßig was nachkippe. Naja, das könnte natürlich sein, ja. Also das ist, ich meine, das wisst Zeit. Mit dem Kanzler würde man, mit einem Kanzler würde man anders drüber diskutieren. So, also Wisszeit VG ist ja wenigstens drin. Ich habe es, weil da sehr viel Sprengstoff und sehr viel in diesem Satz drin steckt, nicht markiert. Das müsste man mit Amrei Bahr, Dr. Eichhorn und Sebastian Coubon wahrscheinlich diskutieren. Das wäre auch mal cool, wenn wir einen von denen mal bekämen, um sowas zu diskutieren. Ja, mit diesem neuen Twitch-Feature. Wir könnten jetzt doch irgendwie auch tatsächlich. Fast, wir bräuchten nicht mehr unseren Skype-Umweg, oder? Eigentlich nicht. Ich könnte dich einfach hosten. Tatsächlich könnten wir das nächste Mal ausprobieren. Das könnten wir das nächste Mal ausprobieren. Wobei wir natürlich jetzt 22 Folgen lang Zeit hatten, einfach nur auf den Knopf zu drücken. Also ich muss oft kurz noch was umbauen. Aber hier eigentlich würde ich so vermuten, dass das natürlich mit dem Twitch-System einfach auch auf Knopfdruck funktionieren sollte, ne? Twitch auf Knopfdruck, hat er gesagt. Genau. So, 90. These. Ich habe wie war mal wieder, gesucht. Wir sind in einem dauerhaften Zustand der Exploration. Ja. Wer darauf keinen Bock hat, ist hier auch falsch. Muss ich auch ganz ehrlich einfach mal sagen. Das ist einfach so. Das ist ein Attribut von der Lehre im aktuellen Bildungsraum. Und das ist, glaube ich, bei Lehrern auch nicht anders. So. Definitiv. Und von daher, also ich fange mal an. Also wir haben ja schon kein Geld für LehrerInnen an Schulen. Und wir haben kein Geld, irgendwie Pflegekräfte sinnvoll zu bezahlen. Wir brauchen jetzt alles Geld, um die Bundeswehr hochzurüsten und irgendwie Tankrabatte zu finanzieren, um irgendwie aus diesem unsäglichen Ukraine-Krieg da irgendwie rauszukommen. Wahrscheinlich müssen wir jetzt noch ganz viel Gas ganz teuer am Weltmarkt kaufen, damit wir im nächsten Winter nicht frieren müssen und darüber hinaus. Und dann haben wir es auch What aboutism? Dann haben wir auch erneuerbare Energien. Strohmann. Da müssen wir auch noch ganz viel Geld reinstecken. Strohmann-Argument. Und deshalb jetzt irgendwie, also auch die Unis noch zu finanzieren, da irgendwie dauerhaft wissenschaftliche Grundlagen und Begleitforschung. Nee, also das kann man die DFG ein bisschen machen, das können wir die antragsfinanziert machen in einem arg stark kompetitiven Verfahren, wo sich auch denn nicht jeder mit irgendwie noch so absurden Ideen durchsetzt, sondern wirklich nur die Creme de la Creme. Und also ansonsten würde ich sagen, als. Und wer sagt, was die Creme de la Creme ist? Das existierende universitäre Establishment. So kann keine Innovation. So Innovation fängt von außen an durch radikale neue Ideen und nicht durch das Copy-Pasten des inneren Preis, des inneren Circles von dem, was als attraktiv angesehen wird. So können wir die Wissenschaft begraben. Es muss möglich sein, die Grundlagenforschung, aus der erst in x Jahren Dinge entstehen kann. Frag mal die Physiker und die Chemiker. Ich hole dich mal aus deiner Ingenieursbubble raus. Und gerade hatten wir es noch von begleitender Lehrforschung. Und auch diese Begleitforschung muss möglich sein. Und ich habe die These deswegen ausgewählt, weil das dauerhaft bereitsteht. Wir müssen von diesen zwei- und dreizyklischen Wegen weg. Es kann niemand in 3 Jahren promovieren. Jedenfalls nicht in den Mathematik-, Natur- und Ingenieurswissenschaften. Keine Chance. Ja, die sollen sich mal anstrengen, die Leute. Die sollen sich das ist haben. Einfach nur eine Six-Sigma-Umgebung. Das ist statistisch quasi ausgeschlossen. So können wir einfach zu irgendwelchen amerikanisierten Curricula gehen. Das ist dann meistens, dann ist der PhD von mir aus eine Fortbildung an 3 Wochenenden auch okay, aber dann ist das nicht mehr der Dr. Rernat, der Dr. Ing und der Dr. Med und der Dr. Politikarum, dann können wir das einfach begraben, weil dann ist dafür keine Zeit mehr. Dann machen wir noch Lehre und Forschungsinteressen und Industrien. Dann können wir uns aber von dem Vollsortimenter als Universität verabschieden, denn nur mit Anträgen geht es nicht.
Ja, aber also ich argumentiere dagegen, fass mal einen nackten Mann in die Tasche. Also wir haben halt einfach kein Geld und da können wir auch kein Geld für ausgeben. Es hat auch keine Priorität bei uns, ja. Also zum Beispiel, wenn wir jetzt mal irgendwie an irgendeiner Uni so einen Tag der Lehre organisieren, da mal irgendwie ein Catering hinzustellen, das ist ja Quatsch. Also die Lehrpersonen, die da hinkommen, die können sich selber einen Kaffee kaufen an der Cafeteria. Also da pulvert man ja nicht noch irgendwie Geld rein. Und wenn wir irgendwas finanzieren würden, das machen wir ja beim also ich spreche jetzt mal aus Sicht eines Bildungspolitikers, das machen wir ja genauso wie bei den Schulen. Na, dann sagen wir, da gibt es jetzt mal so einen Pakt. Und was wir da finanzieren, ist Geräte, weil das ist einfach, die können wir halt bei irgendeiner Firma kaufen. Und da der Buddy von der Firma, der freut sich auch, dass wir dann bei ihm was bestellt haben. Aber jetzt irgendwie Forschung und Lehre und Personal dauerhaft zu finanzieren, das ist doch suspekt. Das ist auch total schwierig. Da muss man überhaupt erstmal Leute finden, die das halt machen und so. Und es, also, wenn wir irgendwie Lehre unterstützen sollen und Forschung, dann sagt uns, was wir, also, ne, es ist so ein bisschen wie beim Sport. Ich bin ja auch großer Radsportler und Triathlet und so. Es gibt kein Training, was man nicht durch besseres Material ersetzen könnte. Und so würde ich auch behaupten. Also, es gibt kein Lehrformat, kein Forschungsformat, was man durch ein nicht noch besseres und teures Messgerät nicht irgendwie verbessern könnte, auch wenn die Person am Ende keine Ahnung hat, die es bedient. Ne? Aber so in der Art. Oder nicht mehr da ist. Oder. Aber so in der Art müssen wir denken und müssen sagen, also das, weil das ist, das sind auch Kosten, die können wir abschreiben. Also die sind ja einmal und dann sind die halt weg. Das ist okay, das kann man als Politik finanzieren. Aber dauerhaft so Sachen und dann lasst das noch jedes Jahr wieder um 3% steigen, weil die Leute Inflation, dann wollen die auch mal ein bisschen mehr Lohn haben. Also das können wir, das fast können wir gar nicht erst aufmachen. Das können und wollen wir uns einfach nicht leisten. Das geht nicht. Ich sage nur Bundeswehr. Whataboutism, Strohmann. So, Leute, it is complicated, but now we are complicated on a higher level. Lassen Sie uns diese Thesen in einer Verantwortungsgemeinschaft über Hostroom, Politik, Wirtschaft und Zivilgesellschaft zur Realität machen. Alles in Präsens geschrieben. Wahrscheinlich ist es einfach der Stil von Thesen. Wie gesagt, kenne mich da nicht so aus. Aber ich bei ein paar Thesen muss ich einfach sagen, okay. Einige finde ich echt sehr klar und sehr dezidiert, deswegen habe ich vor allem meine 5 da ausgewählt. Einige finde ich, wie du auch schon kumuliert hast, sehr lebensnah und schon, aber das sollte doch eigentlich Standard sein, also darum geht's doch, weil ich mache uns mal groß. Und ein paar sind doch sehr politisch geschrieben, sehr abstrakt, sehr diffus und bewusst, nehme ich mal an, bewusst an der einen oder anderen Stelle nicht konkretisiert. Und auch die, das ist natürlich auch die Natur der Sache, wenn man irgendwie 95 Dinge runterschreibt, dann geht natürlich ein gewisser Detailgrad und eine Vergleichbarkeit verloren. Insgesamt weiß ich nicht, was da jetzt wirklich so richtig draus wird, weil die liegen da jetzt gut. Die liegen jetzt unter hochschulforum-digitalisierung.de/sites, Default, Files, Dateien, HFD, Kon, Thesenpapier. Die liegen da jetzt gut. Was passiert als nächstes? Ja, ich finde es eine nette Sammlung und ich meine, im Sinne von, dass sie halt so verknappt aufgeschrieben sind, also ein Papier, was wir vielleicht auch mal hätten diskutieren sollen oder was wir vielleicht mal diskutieren könnten, wären halt diese ganzen Empfehlungen des Wissenschaftsrates, die da so vor 2-3 Monaten kursierten. Und das ist halt, glaube ich, ohne jetzt das Papier genau im Kopf zu haben, ein bisschen länglicher. Also es sind so, keine Ahnung, sowas wie 100 Seiten. Da gab es natürlich auch so die üblichen Zeit- und Spiegel- und so Artikel, die versucht haben, dass das Relevanteste da draus vielleicht nochmal verknappt und punktiert herauszustellen. Und ich glaube, das ist halt hier ganz cool. Ne? Also das sind jetzt, ich weiß nicht, wie viele Seiten das sind, 10 oder sowas? 7. 7? Tatsächlich, ja, tatsächlich also, nur 7. Es sind tatsächlich nur 7 Seiten. Und um jetzt mal, also wenn man jetzt, nehmen wir mal an, man wäre so ein ingenieurorientierter Fachbereich und man möchte jetzt mal gerne so einen Studiengang ein bisschen redesignen oder über einen neuen Studiengang nachdenken und so. Man möchte mal nicht sich überlegen, wie können wir jetzt diesen Prozess verexeln und das, was wir nehmen, irgendwie ein bisschen neu verexeln? Ja. Das kann ich dir noch schicken. Die vier digital-apokalyptischen Reiter, der hat irgendwer vorhin bei Twitter geteilt. Ja, Excel, Fax, ich weiß nicht, es war noch PowerPoint. Was, Word und der Internet Explorer. Und
Ja, also ich meine, das passiert ja oft so, dass man halt dann sagt, wir nehmen jetzt irgendwelchen alten Scheiß und bauen das zusammen und geben dem jetzt einen neuen Namen und das ist Bäm, unser neuer Studiengang. Und viel cooler wäre es natürlich mal halt mit einem leeren Blatt anzufangen und sich zu überlegen, Mensch, was wollen wir eigentlich, was soll eigentlich mal später aus unseren Leuten werden? Und wie, also wenn wir jetzt mal abseits von diesen ganzen Gegebenheiten denken, wie sehe denn unser idealer Studiengang aus oder wie sehe unsere ideale Uni, unser idealer Fachbereich aus? Und da finde ich solche Thesen oder zumindest ein paar davon tatsächlich mal ganz cool, um mal so den Blick ein bisschen zu öffnen oder halt mal so ins Diskutieren zu kommen. Mhm. Ja, also um genau, so wie wir es jetzt machen, mal, weil, also mir ist es jetzt im Prinzip persönlich schwer gefallen, gegen deine Thesen zu argumentieren, aber doch wieder leicht, weil ich halt ganz viele Stimmen natürlich von so sehr traditionell denkenden ingenieurwissenschaftlichen Profs kenne, die halt sagen, man möchte den Studierenden ja nichts unterstellen, aber, ne, und ja, woher sollen die denn alle wissen, was sie halt studieren wollen? Die, wenn wir damit erst anfangen, ja, ja, klar, klar. Ja, und also ich glaube, die Gegenthese zu vielen Sachen, die wir heute diskutiert haben, findet sich in ganz vielen Köpfen von Lehrpersonen, die halt eher ganz traditionell aufgestellt sind an den Unis. Und von daher ist das, also ich wäre mal wirklich interessant, das aber natürlich total schwierig, das mal in so einen klassischen Fakultätsrat reinzuwerfen und dann Mäuschen zu spielen und zu gucken, wie sich da Leute darüber unterhalten. Weil da könnte ich mir nicht vorstellen, dass es da ganz oft halt vor allem, ob also die, weit kommt's noch. Ob die 10 Thesen in 1,5 Stunden hinbekommen. I doubt it. Press X. Also, da kriegst du, ja. Ich glaube auch, und soll es auch gar kein, also natürlich ist es auch so ein halber Strohmann, aber es kommt eben doch auch, meine Helligkeitswerte sind off-limits heute, es kommt eben doch an, welcher Studiengang, welche Personen da sitzen. Also wenn ich jetzt mir irgendwie einen Raum voller Matthias da vorstelle, dann gehen denen vielleicht auch ein paar Sachen gar nicht weit genug, dass man sagt, hier, das machen wir schon und das machen wir, das wollen wir ganz anders machen. Und es gibt eben noch sehr kleine Institute, es gibt riesige Universitäten zu Köln, dann gibt es so Inseln wie die Hagener Fernuni, die irgendwie doch eine Uni ist, aber eben das Ganze per Fern macht, die sind eh schon relativ weit, die haben auch einfach eine andere Zielgruppe, um auch da nochmal auf den Buzzer zu drücken. Es gibt so Pendler-Unis oder sehr junge Unis, wie jetzt Universität Potsdam zum Beispiel, irgendwie zarte 30 Jahre alt und da ist es, glaube ich, schon schwer und das ist ja auch. Aber die volle Uni in Magdeburg ist auch nicht viel älter. Wie bitte? Die Uni in Magdeburg ist auch nicht viel älter. Genau, ja, es ist halt so ein bisschen historisch, 89 und so. Dann hat man sich halt zackig einen neuen Namen gegeben, klar. Aber dass es eben schwerfällt, und das muss man ja auch den Autorinnen und Autoren, ich weiß jetzt gar nicht, wer es genau war, irgendeine Arbeitsgruppe wahrscheinlich, auch zugute heißen, dass sie es geschafft haben, das eben auch doch zu konkretisieren. Und wahrscheinlich bräuchte man tatsächlich so eine Excel-Tabelle und eine Matrix, um an der anderen Seite vielleicht auch die Ausprägung oder die Nützlichkeit je nach Institutsgröße und Fakultät aufzustellen. Es ist, denke ich, dadurch, dass die Uni eben so ein schwerfälliger Tanker ist, direkt die nächste Metapher, doch schwierig, das vorzuschreiben und dann brauchst du eben doch genau die Leute, die damit anziehen. Aber wann machen die das? Also, ja. Aber ich sag mal so, wenn man jetzt irgendwie so Lehrperson ist und vielleicht selber mal so einschätzen will, ob man jetzt eher konservativ oder eher transformatorisch unterwegs ist und jetzt für jede These einfach für sich oder auch, oder um zu checken, wie weit schätzt man denn die eigene Hochschule ein, ja? Wenn man, wenn man jetzt bei jeder These einfach so für sich sagt, ja, yay or nay, oder auf dem Schieberegler, wie weit würde ich da für mich oder für die eigene Hochschule zustimmen oder eben auch dagegen stimmen, kommt da am Ende, glaube ich, schon ein relativ verlässlicher Wert dafür raus, wie gut da die Hochschule schon irgendwie auf dem Weg ist. Ne? Also weil so diese bisschen kontroversen Thesen, die man durchaus kontrovers diskutieren kann, die mitteln sich dann so ein bisschen raus. Also vielleicht. Welcher HFD-Thesentyp bist du? Finde es raus in unserem Quiz. Genau. Nur 95, ja. Es dauert nur eineinhalb Stunden, weil du dir natürlich jede These, so lange wird es nicht dauern, aber
Ja. Also ich finde halt 95 ist auch schon arg viel. Also ich weiß nicht, wie sie halt auf 95 gekommen sind. Wie Luther halt, oder? Also, ja, wahrscheinlich ist das so, ja. Ich würde halt interessieren, wie viel Thesen sie am Ende. Wir haben erst 80. Wir brauchen noch 15. Lass daraus zwei machen. Ja, lass mal aus der zwei machen. Ja. Ich weiß nicht, ob sie mit viel mehr gestartet sind und das am Ende irgendwie zusammen kondensiert haben. Kann ich mir. Also, weiß nicht, wäre mal. Schreibt uns Rückmeldungen dazu, falls wir den Prozess involviert waren. Wenn wir irgendwie. Wenn ich jetzt 95 von irgendwas aufschreiben müsste, sei es irgendwie ein Einkaufszettel oder auch Lehrstrategien oder Tipps für Doktoranden, dann muss ich schon, dann komme ich schon irgendwann ans Grinden. Also, ja. Es wäre auch mal, aber das werden wir nicht machen, aber vielleicht ist das eine nette Idee für jemanden, der sich mit sowas gern professionell beschäftigt. Also es wäre natürlich auch mal spannend, jetzt diese HfD-Thesen mit diesem Hagener Manifest zu mappen und zu gucken, wenn ich mich jetzt zurückerinnere zu dem, was wir da vor 2 Jahren gemacht haben, steht jetzt in dem Hagener Manifest auch nicht viele andere Sachen drin, ne? Das wäre schon mal interessant zu gucken, was finde ich, weil ich meine, das ist so lebenslanges Lernen gab es da auch und irgendwie grundständige Finanzierung und intrinsische Qualitätssicherung und Weiterentwicklung, ne, Chancengleichheit, Data Literacy. Ja. Also da gibt es schon einen gewissen Overlap und es gibt bestimmt auch ein Gap. Das jetzt nochmal. Ja, das könnte interessant sein. Im Angebracht der Zeit. Wir haben 5:30. Das ist ein früher oder auch ein später Feierabend, je nachdem, auf welchem halben Stellenprojekt man gerade sitzt. Ich würde sagen, an der Stelle war es das von uns. Hast du noch einen Outro-Satz, Matthias? Nein, es war wie immer ein Traum, es war wie immer ein Fest. Sehr gut. Unsere beste Folge heute, würde ich sagen. Oha, krass, okay. Die beste Folge, die wir heute aufgenommen haben. Naja, ich fand's sehr gut. Ich fand's auch sehr gut. Wir werden die alten Folgen wieder hochladen. Da wird sich der Redakteur heute noch oder morgen drum kümmern. Und bis dahin, habt euch wohl. Und du kannst mal diese Folge am besten gleich freischalten, dann kann ich sie nämlich gleich mal zur Sicherheit runterladen, bevor sie dann aus Versehen bei Twitch gelöscht ist. Das stimmt wohl. Ja, gute Idee. Die werde ich auf jeden Fall auch noch mal bearbeiten, dass wir den anfangen und irgendwie ein paar Sachen auch rausschneiden. Sehr gut. Dann, gut out. Und das nächste Mal sind wir irgendwie auch wieder im Dual Twitch. Ob wir es dieses Semester noch schaffen? Wahrscheinlich schon. Schauen wir mal. Alles klar, dann sind wir hiermit off. Bis zum nächsten Mal.